Ich schwöre. Ich schwöre. Soldatenbilder aus dem Jahr 1989. Scheinbar ganz gewöhnliche Aufnahmen. Mitnichten. Es sind die einzigen Filmbilder der geheimnisvollen Bausoldaten, die jemals gedreht werden durften. Die Bausoldaten der NVA. Ein absolutes Tabu bis hinein in die Wendezeit. Die Bausoldaten der NVA. Ein einmaliger Fall der Militärgeschichte. Die einzigen Wehrdienstverweigerer der Welt in Armeeuniform. Ihr äußeres Zeichen? Der goldene Spaten auf der Schulterklappe. Wir hatten ja diese goldfarbenen Spatensymbole. Die glänzten so goldfarben. Und wir waren, wie gesagt, ja 25. Und da kamen uns so Unterleutnants, so Leutnants entgegen, die gegrüßt haben von fern. Die haben da was glitzern sehen. Das glitzerte sehr, sehr gewaltig. Das müssen relativ hohe Viecher sein. Und also das waren so Erlebnisse, wo man schon gemerkt hat, man ist ein Sonderfall. Gerechterweise muss man sagen, dass die DDR das einzige Land des Warschauer Vertrags gewesen ist, bis zum Ende, dass ihren jungen Männern zumindest die Möglichkeit bot, den Dienst mit der Waffe abzulehnen. Und das gab es in keinem anderen Land, nicht mal in dem katholischen Polen. Variante 2! Nahkampftraining einer Eliteeinheit der NVA. Trainiert wird das, wozu Soldaten in aller Welt ausgebildet werden, das hemmungslose Töten. Wer nicht bereit war, das Töten und Schießen zu erlernen, wer das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, hatte in der DDR de facto nur eine Möglichkeit, den obligatorischen Waffendienst zu verweigern. Den Armeedienst ohne Waffe, als Bausoldat. Ein durchaus schwieriger Weg, der als erstes zur Musterungskommission führte. Da die NVA wenig Interesse an waffenlosen Soldaten hatte, geriet die Erklärung, die Waffe zu verweigern, oft zu einer Kraftprobe mit der Militärgewalt. Ja, es war also schon, man hatte schon Ängste. Ne? Im Prinzip war man ja doch dieser Militärgewalt ausgesetzt, ganz klar. Und man fühlte sich sehr unangenehm dabei, also überhaupt mit diesen Leuten überhaupt zu sprechen. Ich habe nur einen Satz geschrieben, und zwar auf einem herausgerissenen Blatt, das mir damals der Offizier reichte beim Merkheitskommando. Das war also nur so wie ein Schmierzettel und mit Bleistift habe ich draufgeschrieben, in der Bibel steht, du sollst nicht töten, und aus diesem Grunde bin ich nicht bereit, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Er fragte dann, Sie wollen also zu den Baueinheiten? Ich habe dann ganz ruhig da gesessen und ich habe gesagt, ich werde zu den Baueinheiten gehen. Dann sagte er, Sie wollen zu den Baueinheiten gehen. Ich sagte, ich werde zu den Baueinheiten gehen. Sie wollen, hat er geschrien. Ich habe gesagt, ich werde, das bestimmen wir. Hat er dann ganz laut geschrien, da war er etwas aus dem Faden gekommen. Man wusste ja nicht, kommt man überhaupt noch raus aus dem Raum. Ja, im Prinzip hat man ja solche Ängste. Ne? Man sitzt da, ist ja ein eigener Bereich, obwohl sie ja in öffentlichen Räumen das gemacht haben, aber das war ja Militär jetzt. Die meisten Waffendienstverweigerer berufen sich auf das biblische Gebot, du sollst nicht töten. Für andere hat die Verweigerung des Waffendienstes auch mit der politischen Situation in der DDR zu tun. Zudem teilen längst nicht alle die NVA-Ideologie, die in Lehrfilmen immer wieder beschworen wird. Zu jeder Stunde sind die Angehörigen der Nationalen Volksarmee bereit, die Deutsche Demokratische Republik, unser sozialistisches Vaterland, zuverlässig zu schützen. Als bewaffnetes Instrument der Arbeiterklasse erfüllen sie ihren internationalistischen Klassenauftrag. Ich wollte mit Sicherheit für einen Kommunisten kein Gewehr in die Hand nehmen. Das war eigentlich mein Grundmotiv, wobei das religiöse Motiv auch noch mit dazu kam. Aber die Grundidee war halt, meine ganzen Verwandten wohnten im Westen und das war für mich schizophren, die Grundidee, ich soll eine Flinte nehmen und auf die schießen. Aus welchen Gründen auch immer die Wehrpflichtigen den Waffendienst ablehnen, die Entscheidung hat Konsequenzen für den Rest des Lebens. Nachteile sind vorprogrammiert. Und die Musterungskommission macht kein Geheimnis daraus. Ja, und dann wurde mir schon indirekt angedeutet, dass ich mit Nachteilen zu rechnen hätte. Erster Nachteil wäre, ich würde also zum spätmöglichsten Termin einberufen werden, was dann auch
der Fall war. Und der weitere Nachteil war ein beruflicher Nachteil, dass ich also zu dem Zeitpunkt hatte ich mich dann beruflich neu orientiert und wollte eine Krankenpflegeausbildung machen, dass ich diese Ausbildung nicht machen konnte. Ich wollte Schauspiel studieren, habe mich dann in Berlin bei der Schauspielschule beworben, war auch immatrikuliert worden, hatte eine Bude schon in Berlin und dann 10 Tage vor Studienbeginn habe ich einen Brief gekriegt, dass sie mich doch exmatrikulieren müssen, die Zusage zurückziehen, weil sie erfahren haben, dass ich den Dienst mit der Waffe nicht leisten will und ein Studienplatz ist eine Ehre und wenn ich nicht bereit bin, mein Land auch mit der Waffe zu verteidigen, bin ich dieser Ehre nicht wert, so etwa. Die Gewissensentscheidung ist zwar jedem freigestellt, hat jedoch ihren Preis. Auch ich habe Ihnen immer gesagt, wenn Sie diesen Weg gehen wollen, müssen Sie wissen, dass das Konsequenzen hat. Sie werden, Sie mussten ja 18 sein, also die Frage Oberschule war meist schon entschieden, aber ich habe Ihnen gesagt, Sie werden wahrscheinlich keine Studienzulassung bekommen oder Sie werden in bestimmte berufliche Entwicklungen nicht hineinkommen, die Sie sich erträumen, weil man Sie für einen unsicheren Kantonisten hält. Also Sie müssen überlegen, ob Ihnen Ihr Gewissen so viel wert ist, ob Sie den Preis zahlen wollen. Von Anfang an sind die Soldaten mit dem goldenen Spaten im Visier des MFS. Aus der Perspektive der Staatsführung sind sie Vaterlandsverräter. Inoffiziell gelten sie als potenzielle Staatsfeinde, als Handlanger des imperialistischen Klassengegners. Die Spatensoldaten, wie sie sich selbst nannten, hatten es nicht leicht, ihre Entscheidung zu treffen und durchzustehen. Dennoch gab es 7.500 Bürger der DDR, die sich seit Einführung der Bausoldatenregelung für diesen Weg entschieden haben. Heute Vormittag. Ausgangspunkt, das Jahr 1962. In der Berliner Luisenstraße. Am 24. Januar 1962 tritt die Volkskammer der DDR zusammen, um das Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht zu verabschieden. Ein Gesetz, das alle Männer im wehrfähigen Alter ausnahmslos für 18 Monate zu den Waffen rufen soll. Die Pflicht zum Waffendienst ist in einem Sozialistenstaat besonders hoch, weil der Soldat seinen eigenen Staat, seinem Volk und der gerechten Sache des Sozialismus und des Friedens dient. Eine Alternative zum Waffendienst wird nicht diskutiert. Die Möglichkeit, dass junge Männer den Waffendienst verweigern könnten, spielt in den Köpfen der Abgeordneten keine Rolle. Die Abstimmung geht wie üblich problemlos über die Bühne. Über die allgemeine Wehrpflichtgesetz. Wer diesem Antrag zustimmen will, den bitte ich, sich vom Platze zu erheben. Gibt es Gegenstimmen, Stimmenthaltungen? Wir stellen fest, dass sämtliche Mitglieder des Hohen Hauses sich von ihren Plätzen erhoben. Damit ist die Gesetzeslage eindeutig. Jeder männliche Bürger im wehrfähigen Alter muss bei der NVA dienen. Wer dazu nicht bereit ist, muss bis zu 5 Jahren ins Gefängnis. Heute besuchte die aktuelle Kamera die Volkskammer in der Berliner Luisenstraße. Die Sondersendung präsentiert Jubelschreiben zur Einführung der Wehrpflicht. Aber nicht alle sind damit einverstanden. Die evangelische Kirche, der immer noch mehr als die Hälfte der Bevölkerung angehört, fordert Nachbesserungen im Interesse jener, die das 5. Gebot ernst nehmen. Kirchenvertreter verlangen die Einführung eines zivilen Wehrersatzdienstes nach dem Vorbild Westdeutschlands. Die Antwort, die vom Regierungsseite im März 62 gegeben wurde, war eindeutig, es ist nicht notwendig, in der DDR einen Wehrersatzdienst einzurichten. Das sei für die Friedenskämpfer in der Bundesrepublik zwar wichtig, die NATO-Politik nicht mitmachen wollen, aber in der DDR gäbe es diese Notwendigkeit für sowas nicht. 4. April, Berlin-Lichtenberg. Die Wehrpflichtigen folgen dem Einberufungsbefehl. Freie Fahrt für die jungen Soldaten der Nationalen Volksarmee. Trotz fröhlicher Bahnhofsszenen der DEFA-Wochenschau, bereits zur ersten Einberufung kommen nicht alle dem Befehl nach. Obwohl die Wehrdienstverweigerer jetzt mit empfindlichen Gefängnisstrafen rechnen müssen, gibt es sie. Einige 100 junge Männer sind eher bereit, ins Gefängnis zu gehen, als an Kriegs- und Manöverspielen teilzunehmen. Offenbar hat die pazifistische Erziehung nach dem Zweiten Weltkrieg doch einige Spuren hinterlassen,
Sogar die SED hatte sich in der Nachkriegszeit mit pazifistischen Werbespots präsentiert. Marschieren und schießen, stechen und morden, das konnten ihnen die Handlanger des Militarismus nicht früh genug beibringen. Auch damit muss aufgeräumt werden. Das Lüttefährtchen ist schön. Aber zu der ollen Kanone wollen wir lieber Pfui sagen. Nur durch vernünftiges Zureden geht es. Also für uns, meine sechs Brüder und mich, stand schon immer fest, dass wir nie einer Wehrpflicht nachkommen würden, nie einen Dienst mit Waffe machen würden. Wir hatten eine nicht nur durch die DDR-Verordnete, sondern auch in der Familie wirklich grundpazifistische Erziehung hinter uns. Und deshalb war für uns diese Wehrpflicht von 62 erstmal gar nicht relevant. Verweigerer wie der 22-jährige Karl Boley bleiben jedoch eine kleine Minderheit von 0,2% der Gemusterten. Die absolute Mehrheit der Einberufenen zieht pflichtgemäß in die Kasernen und greift zu den Waffen. Aber selbst die relativ kleine Zahl der Verweigerer wird schnell zu einem größeren Problem der DDR-Führung und belastet zunehmend das Verhältnis zwischen Staat und Kirche. SED-Chef Ulbricht drängt auf eine Lösung des leidigen Problems. Im Sommer 64, nach längeren Staat-Kirche-Gesprächen, scheint schließlich eine Lösung gefunden. Das Gesetzblatt vom 16. September legt fest, dass Wehrpflichtige, die den Waffendienst ablehnen, einen NVA-Dienst ohne Waffe ableisten können, als Bausoldat. Eine einmalige Regelung im Warschauer Pakt. In der Kernfrage, wer denn und warum Bausoldat werden darf, wer ungestraft den Waffendienst ablehnen darf, bleibt der Text erstaunlich vage. Aus religiösen und ähnlichen Gründen, heißt es. Die Unschärfe des Textes aus religiösen Gründen, das ist ja wohl noch relativ einfach zu diskutieren, aber aus ähnlichen Gründen, was ist ähnlich einem religiösen Grund? Dieser Zusatz soll, wenn die Legende stimmt, auf Anordnung von Walter Ulbricht hineingekommen sein, weil er nicht zubilligen wollte, dass nur Christen ein Gewissen haben, denen der Dienst mit der Waffe nicht möglich ist, sondern andere Menschen wohl auch. Die Öffentlichkeit erfährt zunächst nichts von der Neuregelung. 11 Wochen nach Inkrafttreten erscheint lediglich eine kurze Erwähnung im ND, getarnt als beiläufige Leseranfrage eines Herrn Witzig. Ansonsten ist für die nächsten 20 Jahre nichts mehr zu vernehmen von der Erschaffung der Soldaten ohne Waffen, für die keine Reklame gemacht werden soll. Ich weiß auch aus der damaligen Zeit, dass es also auch in kirchlichen Kreisen nur per Mundpropaganda rumging. Auch der Gesetzblatttext war schwer zu haben. Es gab zwar hier in der Neustädtischen Kirchstraße einen speziellen Laden für amtliche Gesetzblätter oder sowas, aber da war dann dieses Gesetzblatt immer vergriffen. Im November 64, 2 Monate nach Inkrafttreten der Anordnung, ziehen mit den normalen Rekruten die ersten Waffendienstverweigerer in die NVA-Kasernen ein. Insgesamt 250 Bausoldaten treten den 18-monatigen Dienst an. Noch weiß niemand, wie das DDR-Modell Bausoldat funktionieren wird, das militärische Kuriosum des Soldaten ohne Waffe. Die Soldaten mit dem goldenen Spaten auf den Schulterklappen werden bei den Pionierbataillonen der NVA eingegliedert. Als kleinere Gruppen, die manchem Vorgesetzten allerdings großes Kopfzerbrechen bereiten. Viele haben gesagt, die Leute, die gehören nicht in Uniform, sondern die sollte man einsperren. Das sind Wehrdienstverweigerer und wir lassen die nicht zu uns in unsere Kasernen und auch nicht zu unseren anderen Soldaten. Die bringen bloß alles durcheinander. Dass die Vorgesetzten ziemliche Probleme mit den waffenlosen Gesellen haben, ist keine Überraschung. Auf der einen Seite die Losung, der Frieden muss bewaffnet sein. Auf der anderen Seite der Ruf nach Abschaffung aller Waffen. Die Kommandeure fürchten den pazifistischen Bacillus in ihren Kasernen. Die dachten ja alle, das sind nur Staatsfeinde und Arbeitsbummler und kriminelle Elemente, anarchische Elemente und so. So wurden wir auch angeschwärzt bei den anderen Kompanien, die nicht zu den Baueinheiten gehörten. Wir waren immer separiert, also immer in
eigenen Baracken manchmal auch noch einen Zaun drum und den Leuten, den Unteroffiziersschülern oder den Leuten in den normalen Einheiten wurde dann erzählt, dass das eigentlich alles Kriminelle seien. Eine wirkliche Bereitschaft, diese Leute zu akzeptieren in ihren Vorstellungen, die bestand in der Tat nicht. Sie wurden im Grunde genommen potenziell als Feinde oder zumindest als Friedensgegner bewertet und gesehen. Ich schwöre! Das erste offene Konfliktfeld, der Treueschwur. Die normalen Rekruten müssen mit dem Fahneneid Treue und Ergebenheit schwören. Für die Bausoldaten ist ein ähnliches Ritual vorgesehen, das Gelöbnis. Allzeit treu zu dienen! Das war dann für uns gut 20 die Frage, wie gehst du denn damit um? Versprichst du jetzt auch, wenn nicht mit der Waffe in der Hand, all deine Kraft und notfalls auch dein Leben dafür einzusetzen, dass es den Repräsentanten der DDR weiter gut geht und dass alles zum Segen der Deutschen Demokratischen Republik passiert. Und da habe ich dann eben auch wieder, einmal aus religiösen Gründen, dass ich gesagt habe, also das war für mich das Schlimmste, unbedingt gehorsam zu geloben. Ich sage, das verspreche ich keinem Menschen, schon gar nicht auf dem Hintergrund dessen, was zwischen 33 und 45 in Deutschland passiert ist. Würde ich nicht mal meinen Eltern versprechen. Dem Bausoldaten Rainer Eppelmann bringt seine Konsequenz 8 Monate Gefängnis ein, wegen Befehlsverweigerung beim Raustreten zum Gelöbnis. Die ersten Tage im Gefängnis sind für mich auch ungeheuer hart gewesen, hat geheult, weil ich auf immer mitkriegte, du bist in einem Raum, wo du alleine nicht mehr rauskommst, jetzt bestimmen andere, wo du dich, ob du dich und wie du dich bewegen kannst. Das ließ aber, wie gesagt, im Laufe der Tage nachher nach. Und hab dann sehr schnell begriffen, hier gehst du auch gesund wieder raus, das tut dir gar nichts. Und als ich dann zur Armee zurückkam, habe ich festgestellt, dass ich auf einmal über den Dingen stand. Nicht? Also wenn da ein Offizier oder Unteroffizier meinte, mit lauten Tönen oder harschem Tone irgendeinen Eindruck auf mich zu machen, da konnte ich ihm dann nur sagen, Junge, du weißt wohl nicht, wo ich hergekommen bin. Die ersten Betätigungsfelder für die Bausoldaten sind Baustellen der NVA. Schwere körperliche Arbeit, Handarbeit, ohne Technik. Von Anfang an soll deutlich gemacht werden, dass das Bausoldatendasein kein Zuckerschlecken ist. Ein wenig Abschreckung. Schnell wird ein weiteres Konfliktfeld sichtbar. Das Bauen von Panzerfahrschulstrecken, Schießplätzen und Militärflughäfen ist keine echte Alternative für Pazifisten. Viele Bausoldaten fühlen sich ausgetrickst. Wir sind ja ausschließlich zum Bau militärischer Anlagen eingesetzt worden, noch dazu Militärflugplätze. Das habe ich so nicht erwartet. Auch die ganze Militarisierung. Im Grunde genommen war man halt Soldat, nur ohne Eid und ohne Waffe. Aber ansonsten voll integriert in die Maschinerie der NVA. Die Hoffnung, als Bausoldat ohne Gewissensbisse in der NVA dienen zu können, erweist sich zunehmend als Illusion. Auch wenn sie selber keine Kampfflugzeuge fliegen, schaffen sie doch die Voraussetzungen für deren Einsatz. Das Hauptproblem aller Bausoldaten? Sie sind Soldaten, mit allem, was dazugehört. Eine absurde Situation. Menschen, die sich als Pazifisten verstehen, sind Teil der Arbeiter- und Bauernarmee. Der erste Tag war einfach nur schrecklich für mich, weil mir klar wurde, jetzt bist du dort, wo du nie hin wolltest eigentlich. Du bist jetzt hinter einem Kasernentor, du trägst jetzt eine Uniform und du kriegst Befehle. Und das ist das alleroberste Gebot hier in dem Gelände. Und das haben die uns auch klar gesagt vom ersten Tag an. Hier gilt für sie als oberstes Gebot der Befehl. Hier zählt kein Gott und kein Gewissen. Das ist mir auch später noch immer sehr präsent gewesen. Ah, wir gehen jetzt dahin und schlagen uns kräftig auf die Schulter. Wir machen jetzt toll Frieden. Wir sind toll, die Friedensjungs und so. Das war einfach nicht. Das war einfach nicht der Fall. Straßenbau rausziehen zum Stubendurchgang! Die Bausoldaten sind Soldaten. Uniform, Befehl und Gehorsam. Der alltägliche Drill, Willkür, Demütigungen, Schikane. Das ganz normale Repertoire, das das Militär für seine Angehörigen bereithält. Ich will aber, dass sie ihren Spind nochmal einräumen. Ich will aber, dass sie nochmal um den Block laufen. Ich will aber, dass sie 10 Liegestütze machen. Oder sie meinen, ihr Spind ist in Ordnung. Ich greife einmal in den Spind rein, mache wieder alles. Sehen Sie nicht, dass der nicht in Ordnung ist. Achtung,
Hauptbefehl Schrankwart der Soldaten Wagner. Wenn ich bedenke, wie ich da hingekommen bin, als die große Friedenstaube, und es hat kein halbes Jahr gedauert. Also ich hätte sie alle umbringen können. und ich hätte es auch getan, wenn es mir gestattet gewesen wäre. Und da denke ich, da haben sie einen gekriegt. Es ist so, dass ich also relativ schnell zu der Meinung gelangt bin, dass ich mich geärgert habe, auf diesen faulen Kompromiss, der sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat für mich immer als immer fauler herausgestellt hat, eingegangen zu sein. Wo ich wirklich gesagt habe, es war eine falsche Entscheidung, zum Bausoldaten zu gehen. Ich hätte eigentlich den Dienst in der Armee komplett verweigern sollen. Pazifisten im Waffenrock. Fast alle Bausoldaten leiden unter diesem Kompromiss. Aber als Einzelner war klar, kannst du nichts gegen machen. Dann wirst du nur bestraft. Insofern habe ich mich da relativ schnell angepasst. Es gab einige bei uns auch, die haben das durchgestanden. Sozusagen immer den kleinen Fehltritt noch beim Marschieren zum Beispiel. Ne? Habe ich schnell eingesehen, das macht keinen Sinn. Es ging ja immer die Erzählung rum von Militärgefängnis Schwedt. Und wenn man richtig Befehle verweigern würde, dann würde man schon ernstere Konsequenzen fürchten müssen. Insofern haben wir nie so ganz offen Befehle verweigert. Immerhin sind die Bausoldaten bei Vorgesetzten gefürchtet, als Meister des subtilen Widerstands. Und diese Exerzierausbildung war natürlich wunderbar dazu geeignet, Vorgesetzte auf die Palme zu bringen. Weil einer allein musste 60 Leuten dort ordentlich marschieren beibringen. Und wenn einer da aus dem Tritt fällt, ist das ganze Ding im Eimer. Und das konnte man natürlich wunderbar machen. Und der Offizier dort fing eben diese Spielchen an, mal sehen, wer länger aushält. Und immer noch ein Lied, noch ein Lied, noch ein Lied, und es fing an zu schneien. Und dann sagte er zu irgendeinem Genosse Bausoldat, stimm sein Lied an. Und da fing doch einer an, Schneeflöckchen, Weißröckchen, und danach kann man nicht marschieren, das geht einfach nicht. Und da war es dann einfach vorbei gewesen. Wie für alle normalen NVA-Rekruten ist auch für die Bausoldaten die sogenannte Rotlichtbestrahlung vorgesehen, Politunterricht. Veranstaltungen, die normalerweise eher verschlafen, abgenickt werden, enden bei den Bausoldaten oft mit heftigen Auseinandersetzungen. Die Logik des Kalten Krieges, dass immer bessere und tödlichere Waffen nötig sind, um den Frieden zu sichern, ist den Waffendienstverweigerern nicht zu vermitteln. Die meisten haben auch keine Probleme damit, ihre pazifistischen Überzeugungen mit Argumenten zu vertreten. Hüten wir uns davor! Die Politniks haben einen schweren Stand bei den ihnen geistig oft überlegenen Bausoldaten. Der mit dem Auftrage des Bundesnachrichtendienstes. Die stießen also auf eine Vielfalt von jungen Leuten, die ganz unterschiedliche weltanschauliche Vorstellungen hatten. Und das auch offen einbrachten. Das war man ja auch nicht gewohnt in der DDR. Das heißt, im Politkundeunterricht war es so, dass einem der Politoffizier regelrecht leid tat. Der war diesen Kontraposition überhaupt nicht gewachsen. Mitunter ist es den Bausoldaten sogar ein intellektuelles Vergnügen, die eigens für sie angefertigten Schulungshefte akribisch zu redigieren. Wenn sie so ein Schulungsheft in die Hand kriegten, dann teilten sich die Bausoldaten auf. Einer korrigierte nur Rechtschreibfehler. Der zweite Inhalt, der dritte Ausdruck, dann der vierte ging ran an die Thematik. Und dann wurde das durchgearbeitet und hinterher gab es dann eine Bewertung. So. Und die kam meistens nie gut weg. Nichts von alledem dringt nach außen. Was hinter den Kasernenmauern passiert, ist generell nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ganz besonders aber alles, was mit den Bausoldaten zu tun hat. Das Thema Bausoldaten bleibt bis zur Wende im Herbst 89 ein absolutes Tabu. Kein Fernsehbeitrag, kein offizielles Foto, kein Bild, kein Wort. Kein Journalist, kein Schriftsteller, kein Filmregisseur hat sich je mit den Bausoldaten befassen dürfen. Den einzigen Versuch, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, unternimmt die Rockband Renft 1975.
die Renft-Kombo, damals neben den Pudis die populärste Rockband der DDR. Als Gerulf Panach und Christian Kunert den Song Glaubensfragen schreiben, tun sie dies in vollem Bewusstsein, damit an ein Tabu zu rühren. Sag, ist das genug? Ja. Sag, ist das genug? Wir wollen mal machen, was wir wollen und das möglicherweise so lange durchziehen, bis es richtig knallt, um mal ein Exempel zu statuieren. Ruhm der Fahrt. Das Lied zum Thema Wehrdienstverweigerung heißt schlicht Glaubensfragen. Drei Strophen, drei Fragen. Glaubensfragen. Du, woran glaubt der, der nicht anlegt? Du, woran glaubt der, der nicht anlegt? Der als Fahne vor sich her einen Spaten trägt. Einen Spaten trägt. Die Fragen wirken eher harmlos, aber es sind drei Fragen zu viel. Nach einigen öffentlichen Aufführungen des Songs wird von offizieller Stelle der Vorwurf Wehrkraftzersetzung laut. Der Song wird verboten. Wenig später ist die Gruppe Renft verboten. Christian Kunert, der das Lied Glaubensfragen gesungen hat, sitzt im Berliner Stasi-Gefängnis. Hier wird er sogar noch einmal ganz offiziell aufgefordert, das verbotene Lied zu singen. Zum Zweck einer Stimmanalyse, heißt es. Eines Tages kam mein Stasi-Vernehmer mit einer Gitarre und sagte, heute Nachmittag werden Sie uns diesen Song mal auf Band spielen. Drei, vier Stasis, Westzigaretten und Bohnenkaffee. Und ich habe auch so ein bisschen geschwankt. Ne? Du wirst hier vorgeführt, die wollen dich hier ein bisschen erniedrigen. Andererseits der Spaß, mal mit der Gitarre, so nach Wochen wieder mal eine Klampfe und so. Du wirst das jetzt einfach mal so nehmen, dass du das genießt. Dass du dich hier hinsetzt in deiner Sträflingskleidung und den Stasis diesen Song vorspielst, in dem gesungen wird, woran glaubt der, der seinen Hintern quer zur Fahne dreht. Und das habe ich dann gemacht und es war ein Mordsvergnügen. Trotz der perfekten Tabuisierung werden es von Jahr zu Jahr immer mehr Bausoldaten. Ende der 70er Jahre verweigern jährlich 400 Jugendliche den normalen Armeedienst. Start zum militärischen Mehrkampf bei den GST-Meisterschaften in Gera. Und das, obwohl von staatlicher Seite alles unternommen wird, die Jugendlichen so früh wie möglich für die NVA zu begeistern. 1978 wird an den Schulen sogar das Fach Sozialistische Wehrerziehung eingeführt. Ein neuer Höhepunkt der Wehrertüchtigung. Auch das Kinderfernsehen der DDR bemüht sich, die Wehrerziehung der lieben Kleinen anzukurbeln. Guten Tag, Kinder. Ich freue mich, dass ihr jetzt vor dem Fernsehapparat sitzt und zuhört und Bilder sehen wollt. Die Kanone, die gehört uns allen. Wisst ihr, warum die uns gehört? Nein. Nicht? Ja, damit ihr fein ruhig im Kindergarten spielen könnt, damit wir unsere Heimat schützen können, damit ihr fein lernen könnt. Ja? Und dass ihr fein in Ruhe und Frieden aufwachsen könnt. Dafür brauchen wir die Kanone. Zu Beginn der 80er Jahre nimmt die Anzahl der Bausoldaten noch einmal kräftig zu. All die Konsequenzen und Umstände schrecken offenbar weniger ab als jemals zuvor. Nun sind es etwa 1000 Mann pro Jahr, die im Uniformrock den Dienst mit der Waffe verweigern. Zwischen 73 und 81 waren sie überwiegend in kleinen Gruppen bei den rückwärtigen Diensten der NVA eingesetzt. Als Heizer, in Lazaretten, in Erholungsheimen. Oft auch in Jobs, um die normale Soldaten sie beneideten. Damit soll es ab 1982 vorbei sein. Es gibt Beschwerden von höherer Stelle, dass es den Bausoldaten zu gut ginge.
die Schlussfolgerung: zentraler Einsatz der Bausoldaten in der Wirtschaft. Oft dort, wo die Arbeit unangenehm ist. Drecksarbeiten in der chemischen Industrie, im Tagebau und nach wie vor auf Baustellen. Seit 1983 ist jeder dritte Bausoldat in Prora auf Rügen kaserniert, in dem ehemaligen Kraft-durch-Freude-Bau der Nazis. Eingesetzt werden sie hier bei einem der wichtigsten Wirtschaftsprojekte der DDR, dem Bau des Fährhafens Mukran. Es soll der bedeutendste Umschlagplatz werden für die Warenströme, die die DDR mit der Sowjetunion austauscht. Die Arbeit läuft unter Zeitdruck, bei jedem Wetter, im Schichtdienst, rund um die Uhr. Knochenarbeit. Wer nach Mukran kommt, ist verraten und verkauft, für den gibt es keine Gnade. Dort müssen sie schindern, ne, bis sie umfallen werden. 3 Millionen Kubikmeter Erde müssen für den Bau des Fährhafens bewegt werden. Die Bausoldaten sind eine willkommene Hilfe angesichts des chronischen Arbeitskräftemangels in der DDR. Wir haben einfach das gemacht, was kein anderer gemacht hat. Wir haben die Handarbeit gemacht, sprich Schachten, sprich Entladen mit der Hand oder mit einfachsten Hilfsmitteln. Das war also schon sehr schwere körperliche Arbeit, die andere nicht machen mussten. Es gab Termine, die mussten eingehalten werden. Und meistens haben das die zivilen Firmen nicht geschafft und dann mussten wir mit ran. Und mit nach der chinesischen Methode 1000 Mann schaffen, alles in einem Tag, mussten wir das dann eben machen. Wie die Ameisen sind wir da rumgelaufen. Und das waren 12-Stunden-Schichten, früh raus aus der Baustelle, teilweise auch Nacht, selbstverständlich auch Nacht, also wirklich im Zwei-Schicht-System, von 6 bis 6 Tagschicht, von 6 bis 6 Nachtschicht und 10 Tage durchgearbeitet. Und das waren schon sehr harte Bedingungen. Das war ja auch eine komische Situation. Die Armee hat uns als Arbeitskräfte an diese zivilen Baufirmen vermietet. Die hat dort richtig viel Geld eingenommen bei der Masse der Bausoldaten, die dort gearbeitet hat. Und das war so mein schlechtes Gewissen eigentlich immer in dieser Zeit, weil wir für die Armee Geld verdient haben. Der Staatssicherheit sind die Bausoldaten nach wie vor suspekt. In Prora sind nun 360 potenzielle Regimegegner in einem Objekt konzentriert. Grund genug, dort die Unterkünfte zu verwanzen. Wir hatten keine Angst davor. Wir waren uns bewusst, dass wir kontrolliert werden. Wir waren uns bewusst, dass unsere Spinde geöffnet werden, wenn wir auf der Baustelle sind, dass man dort einfach nach Materialien sucht. Wir waren uns ziemlich im Klaren darüber, dass man auf irgendeine Art und Weise uns belauscht. Da das MFS größte Schwierigkeiten hat, unter den Bausoldaten Spitzel zu gewinnen, war ein massiver Einsatz von Abhörtechnik beschlossen worden. Der Anteil von IMs unter den Bausoldaten ist um ein Vielfaches geringer als der unter normalen Soldaten. Die Abhörprotokolle halten akribisch jeden in den Zimmern gesprochenen Satz fest. Es ist sogar zu lesen, Geräusche, die auf Schlaf schließen lassen. Die Staatssicherheit ist bestens informiert über die Probleme der Bausoldaten. Monatelang kein Ausgang, kein Kontakt zu anderen Einheiten, schlechtes Essen bei schwerster körperlicher Arbeit. 90% der Bausoldaten sind Christen, die darunter leiden, dass ihnen das gemeinsame Beten und Bibellesen verboten ist. Und da haben wir gesagt, das stimmt überhaupt nicht mit der Glaubens- und Gewissensfreiheit überein. Und das stimmt auch nicht mit dem überein, was in Helsinki die DDR auch unterschrieben hat. Und die Antwort war darauf, dass sie hier sein dürfen, ist das letzte Zugeständnis der Arbeiterklasse an sie. Die Bausoldaten Stefan Gerd und Andreas Ilse geben sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Nachdem alle Eingaben bei der Kompanieführung erfolglos blieben, schreiben sie einen Brief an Verteidigungsminister Hoffmann. Ein Affront für ihre unmittelbaren Vorgesetzten. Das letzte Mittel, um auf die Benachteiligungen der Bausoldaten aufmerksam zu machen. Elf Tage später trifft Minister Hoffmann zu einem schon länger geplanten Besuch in Prora ein. Und offenbar ist er aus dem Hubschrauber ausgestiegen und hat ziemlich als erstes gesagt, wir machen ein Gespräch mit den Bausoldaten. Und dann muss er aber auch gesagt haben, Andreas Ilse und Stefan Gerd sollen auch dabei sein. Er hat uns geduzt, unter Genossen vielleicht üblich, aber für mich war das nicht normal, dass er uns duzt. War sehr freundlich, seine Heeresführung, ich glaube Kessler und noch andere Leute saßen neben ihm. Und er war uns
angenehm zugetan. Ja, sympathisch, richtig. Ne? Ein alter Opa. Eine kleine Sensation. Der höchste Repräsentant der NVA trifft sich mit den querulanten Verweigerern in Uniform, die bis dahin im offiziellen NVA-Leben nie eine Rolle gespielt haben. Also ich habe es nicht als Theater empfunden. Aber also die Meinungen unter den Bausoldaten waren sehr, sehr unterschiedlich danach. Und das hat mir dann auch schlechtes Gewissen gemacht. Also die einen sagten, mit eurer Aktion habt ihr jetzt also uns alles vermasselt, was uns hier an wenigen noch geblieben ist, dass wir mal heimfahren dürfen zu unserer Familie. Das steht doch jetzt alles auf dem Spiel. Das werden wir gar nicht mehr rausgelassen oder solche Sachen. Also die hatten Angst, dass wir uns zu weit vorgewagt haben. Und andere haben gesagt, Mensch, ihr Rotärsche, ihr quatscht hier mit den Militärs. Und also ihr macht gemeinsame Sache mit denen. Und was seid ihr nur für Schleimscheiße? Es hat sich auch einiges geändert hinterher. Zum Beispiel die Regelungen für Ausgang. Wir hatten vorher keinen Ausgang, der sonst eigentlich jedem Soldaten zusteht. Und das war ab dann einheitlich geregelt und einige andere Sachen auch. Also wir hatten Erleichterungen, richtig Erleichterungen, dieses Leben hier zu ertragen. Einen Tag nach dem Ministerbesuch in Prora erscheint darüber sogar eine Meldung im ND. 20 Jahre nach der Leseranfrage des Herrn Witzig taucht das Wort Bausoldat wieder im Zentralorgan der SED auf. Und sogar positiv. An zwei Stellen ist zu lesen, dass die Bausoldaten sozialistische Hilfe leisten und gute Arbeit abliefern. Eine Anerkennung, nicht ganz ohne Hintergedanken. Das war die Zeit, als zunehmend mehr junge Leute nicht mehr zum Baueinheiten gehen wollten, sondern sagten, wir wollen sozialen Friedensdienst machen, wir wollen total verweigern. Und da wollte der Minister wahrscheinlich den Baueinheiten und den Bausoldaten Respekt schulden und sagen, diese Lösung gibt's ja und die machen sogar gute Dinge, deswegen kann ich sie auch loben und deswegen schreiben wir es im Neuen Deutschland. Und die Bösewichte, die einen Zivildienst fordern, die stellen sich außerhalb der Rechtsordnung. Das Problem Totalverweigerer beschäftigt zunehmend die Politik. Radikale Pazifisten gehen lieber in den Knast als zur NVA. Immer mehr Wehrpflichtige sind weder bereit zu marschieren und zu schießen, noch als Bausoldat zu rackern. Ein Problem, das Erich Honecker zur Chefsache erklärt. Dass Menschen für ihr Friedensengagement in der DDR hinter Gitter müssen, stört sein selbst zurecht gebasteltes Bild vom Friedenspolitiker. Diese Problematik Wehrdienst-Totalverweigerer, da ist die DDR in der UNO-Menschenrechtskommission direkt angeklagt worden. Ich kenne das alles nur vom Hörensagen, da ist ja nichts durch die Medien gegangen, da haben wir ja nie was erfahren, aber durch die internen Kontakte, die ich hatte, wusste ich, dass es dort Diskussionen gibt. 1985 ordnet Honecker an, dass Totalverweigerer einfach nicht mehr einberufen werden. Die Praxis des Vergessens. Wollt ihr wirklich, dass wieder großer Krach ist, 20 Leute, und dann wurden die einfach vergessen. Sie wurden nicht freigestellt, sie kriegten auch keinen Bescheid, sondern man hat einfach vergessen, sie einzuziehen. Das war so eine Art Gentleman Agreement, das also klappte, solange man nicht groß drüber sprach, sodass also auch die jungen Leute nicht wussten, warum sie vergessen wurden. Erich Honecker entscheidet persönlich über das Schicksal jedes Totalverweigerers. Jahr für Jahr steigen die Zahlen und regelmäßig stimmt er der Praxis des Vergessens zu. Mit dem berühmten handschriftlichen Vermerk, einverstanden, E. Honecker. Der Druck auf die SED-Führung nimmt permanent zu. Insbesondere von Seiten der Kirche, von wo aus die Friedensinitiative Schwerter zu Pflugscharen ausging, wird die alte Forderung nach einem zivilen Wehrersatzdienst nun wieder nachdrücklicher auf die Tagesordnung gesetzt. Frieden schaffen ohne Waffen. Immer mehr Jugendliche bekennen sich öffentlich zu ihrem Wunsch nach einem zivilen Wehrersatzdienst mit dem verbotenen Aufnäher Schwerter zu Pflugscharen. Der Druck auf die SED-Führung steigt so sehr, dass Generalmajor Patzer 1989 sogar damit beauftragt wird, im Geheimen schon einmal ein Konzept für einen zivilen Ersatzdienst in der DDR zu erarbeiten. 1989, so ungefähr so im März, April muss das gewesen sein, doch jetzt schon mal ein Gesetz so im Entwurf zu konzipieren, Zivildienst analog bin. Da habe ich mir dann die Gesetze der BRD besorgt. Das war auch manchmal gar nicht so einfach, dass man da rankam, war ja auch tabu.
Und da haben auch wieder ein enger Personenkreis, waren zwei Mann und von der Rechtsabteilung jemand vom Ministerium. Wir haben uns zusammengesetzt und haben dort so einen Entwurf gemacht. Doch dann kommt die Wende. Alles geht sehr schnell. Das gesamte DDR-System wird umgekrempelt. Auch die alte Bausoldatenpraxis kommt in Bewegung. In Dresden werden Bausoldaten bereits im Oktober 89 in Krankenhäusern eingesetzt, de facto als Zivildienstleistende. Die turnusmäßige Einberufung im November 89 erfolgt dennoch ganz normal, wie immer. Unter den Einberufenen auch der 25-jährige Rainer Leithold mit seinen Zweifeln. Ich stand auch in der Frage, gehe ich jetzt nun hin zu dem Militär oder gehe ich nicht hin? Ne, mache ich diese Bausoldatenzeit oder hauen wir ab hier und über die Grenze? So, da habe ich mir gesagt, über die Grenze, das ist mir auch nichts. Das ist Quatsch, man soll schon zu seinem Standpunkt stehen. Auch die NVA ist nicht mehr die alte. Sie haben dann gemerkt, naja, wir haben die zwar alle einberufen jetzt auf die Schnelle, aber jetzt wilde Sau spielen mit denen, das ging nicht mehr. Ne? Und das war dann so der Punkt, man hat die Kraft doch gespürt in diesen Eingesperrten, dass wir jetzt stärker sind im Prinzip. Und das haben die auch gespürt und deswegen haben sie uns im Frieden gelassen. Eine kleine Sensation der Wendezeit. Zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte der Bausoldaten werden die tabuisierten Waffenverweigerer sogar zu positiven Helden eines offiziellen NVA-Films. Im Dezember 89 kommen die meisten von ihnen in Einrichtungen des Gesundheitswesens zum Einsatz. Rainer Leithold ist einer von fünf, denen die Filmemacher nun erstmals folgen dürfen, auf ihren neuen Wegen als Bausoldat. Heißt der Leithold? Leithold. Eigentlich sollten wir den Dienst in Uniform machen. Aber da kam dann die Meinung der Schwestern, dass das nicht sehr sinnvoll ist, dass die hier in Uniform rumrennen, in Militäruniform. Ne? Weil gut, der Spaten, der zeigt, dass man jetzt Spaten oder das, aber trotzdem ist man ja ein Soldat. Und das, da haben die Schwestern oder die Leitungen doch gesagt, dass das nicht sinnvoll ist. Und deswegen durften wir dann die Uniform ablegen. Eine Verwandlung beginnt. Das einzige Mal, dass in einem DDR-Film die Uniform der Spatensoldaten zu sehen ist. Des Wehrdienstes mit der Waffe markieren. Der ungeliebte Soldatenrock wird durch das Weiß des medizinischen Personals ersetzt. Reicht so? Ja, keine Marmelade, Gottes Willen. Und was zu trinken? Mir ist jetzt schon schlecht, danke. Nichts? Aber für uns war es, wir waren eben dazwischen, in den Zwischenwelten entstanden sozusagen. Wir sind jetzt dazwischen geraten. Wir waren Bausoldaten, ganz offiziell nach der alten Richtlinie. Aber haben den Zivildienst nach der neuen Richtlinie schon gemacht sozusagen und dazwischen gehabt, ganz klar. Auch wenn es in der Wendezeit Wichtigeres zu tun gibt, als die alte Anordnung über die Bausoldaten zu reformieren, wird das Problem schnell gelöst. Unter den führenden Protagonisten der Wende sind schließlich überdurchschnittlich viele Bausoldaten. Am 20. Februar 1990 kommt die Volkskammer im Palast der Republik zusammen und verabschiedet das lange geforderte Zivildienstgesetz. Kein Waffendienstverweigerer wird mehr in NVA-Uniform dienen müssen. Wenig später ist Lothar de Maizière, der Anwalt vieler Bausoldaten, bereits DDR-Ministerpräsident. Mit Rainer Eppelmann als neuem Minister für Abrüstung und Verteidigung wird sogar ein ehemaliger Wehrdienstverweigerer zum obersten Dienstherrn der NVA. Ironie der Geschichte. Sie waren im Grunde genommen ein Zeichen von Zivilcourage. Deshalb wurden sie auch von der Bevölkerung im Grunde genommen angenommen, auch wenn sie die Auffassung vieler Bausoldaten nicht geteilt haben. Aber sie wurden angenommen als Zeichen von jemandem, der den Mut hat, mal Nein zu sagen gegenüber einem System, das ständige Ja abfordert.